Nächste Sequenz, gleich mal wieder was aufgefallen, wo ich jetzt weiter runter bin. Das sieht man jetzt wahrscheinlich echt wirklich schlecht, aber wir haben hier diesen dreieckigen Felsen, ja, der ist wirklich, da ist oben so richtige Spitze, das Ding ist höchstens 20 cm also dick hier auf der Seite und wir haben da unten, also in dem Bereich, man sieht die zwei Augen, wo da drin sind. Vielleicht komme ich da nachher mal rüber. Das wäre ja wirklich eine tolle Geschichte. Ne? So, jetzt sind wir auf jeden Fall mal hier unten. Jetzt laufen wir mal. Boah. Also das ist jetzt von dem Bach, wenn es vom Bach ausgeschwemmt ist, aber das sieht so aus. Wir haben ja hier überall diesen Sandstein. Also da, das ist wirklich absolut nur Sand. Ne? So. Jetzt gehen wir mal in das Bachbeet rein. Ja, das ist schon sehr kribbelig, da durchzulaufen, weil wir haben wirklich da ein überhängender Felsen. Der liegt da oben auch auf dem anderen auf. Ja. Und was dahinter ist, das ist echt der Hammer. Auch wenn jetzt da irgendwelche Sachen eingezeichnet sind. Also die sind von irgendwelchen Leuten, wo hier waren. Aber wir haben da wirklich wie so eine Kammer. Also ich laufe mal dahin. Wir haben da wirklich wie ausgeschnitten. Und das kann vom Bach nicht kommen. Also guckt euch das einmal an. Ja, wir haben hier eine Kammer. Auch die Decke. Gehen wir mal hoch. Ja, die wollte ich euch auch zeigen, weil das habe ich schon mal festgestellt. Im oberen Bereich von dieser Kammer haben wir nämlich hier, das sieht man jetzt auch mal wieder nicht ganz so gut. Ja, vielleicht kann ich es einfangen. Aber guckt mal, die haben, das ist hier, also es sieht aus, wie wenn da ein großer Zehen wäre, Mittelzehen, nächster Zehen, und der da an die andere, die fehlen. Also das ist auch, die sind, man sieht auch in dem Bereich, da geht der Schlitz nach hinten, hier geht auch der Schlitz nach vorne. Also die Steine, die sind eventuell aneinander gefügt. Ja, und wir haben hier auch Bearbeitungsspuren, ganz klar, auch hier, ja, nach oben. Ein paar Leute haben sich natürlich hier verewigt, hier, weil der Stein das halt wirklich zulässt, dass man hier irgendwelche Namen einritzt. Ist jetzt schade, weil an der Wand sieht man jetzt keine Bearbeitungsspuren, aber hier sieht man die Bearbeitungsspuren auf jeden Fall. Das ist halt ausgekratzt, ausgeschabt und ja, auch hier, da man sieht's. Wer weiß, was hinter diesem Ding ist. Da geht's auch runter. Also das sieht schon, das sieht schon aus, wie wenn die so aneinander gestellt wären. Aber hey, meine Fresse, riesig. Das ist jetzt wahrscheinlich auch der vordere Teil oder der Teil, der wo zur Decke gehört hat, das da, dieser Felsen. Na, der ist hier oben, da oben war der drauf und ist dann irgendwann mal ist der runtergebrochen. Ja. Hier haben wir auch verschiedene, da auch so viereckige Einschlüsse. Das ist irgendwas anders. Keine Ahnung, was das ist, aber das ist irgendwas anders. Kein Sandstein. Ja, also das wäre jetzt nochmal diese Geschichte. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Ich muss da mal geschwind auf die Stopptaste drücken. Ja, mein Handy.
hat halt nicht mehr so viel Speicher. Drum werden das jetzt halt kleinere Videos. Jetzt gehen wir mal zu diesem Kuhkopf dahinter.